Hallo und herzlich willkommen zurück im Inferno im flammenden Alter. Boah. Boah, fuck it, Alter, der hat mich auch übel erwischt. Und wie kommen wir jetzt hier so schnell raus? Ja, vom Putztypen zum Feuerwehrmann, zum Räuber des Serverdaten sind wir unterwegs. Und wir haben schon einen Mann verloren. In der letzten Folge geht's richtig heftig her. Beziehungsweise ging es, denn jetzt geht's weiter. Vor allem haben die keine anderen Sorgen, mich zu jagen? Ja, ganz ehrlich, die wollen auch flüchten. Und warum jagen die dich überhaupt? Du bist doch ein Feuerwehrmann. Ich weiß es gar nicht. Vor allem, wie komm ich... hier ist der Notausgang. Ich sehe hier kaum was. Beziehungsweise aufgefallen, dass du der Bösewicht bist. Vor allem haben die mich einfach zurückgelassen, die Säcke. Aber echt mal. So, da ist noch einer. Wen spielst du gerade eigentlich? Franklin bin ich gerade. Ah, okay. Hurry up ist gut. Wo muss ich... Muss ich hier raus? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Ich bin völlig orientierungslos. Und alles brennt. Das sieht aber gut aus. Links geht's weiter, glaube ich. Da sind die Jungs. Ah, Gott sei Dank. Na, ob das so gut ist, warum höher? Das weiß ich auch nicht. Kletter, na los! Die wollen wahrscheinlich ein anderes Treppenhaus benutzen oder so. Oder Trevor holt die mit dem Helikopter raus, ich weiß es nicht. Glaube ich noch nicht so dran. Der Trevor, der verrückte Hund, der fehlt hier einfach gerade. Ja. Aber es wäre jetzt genau das Richtige. Ja, aber wir versuchen zu den Aufzügen durchzukommen. Ich verstehe, die wollen da durchklettern, die Treppen im Aufzug runter. So, ich hoffe, das ist eine gute Idee. Ach du Scheiße. Manchmal ist man doch froh, sein Geld mit ehrlicher Arbeit zu verdienen. Ja, also das wäre auch nicht mein Ding. Obwohl es natürlich cool ist, es zu spielen. Und wie es so abläuft wie bei Ocean's 11, ist natürlich auch gentleman-like. Wow, Vorsicht! Wow. Oh oh. Nochmal springen, jetzt! Alter! Alte Scheiße! Raus, raus, raus! So, ich glaube, die Agenten haben einfach was gemerkt. Verlass das Gebäude, begib dich zum Feuerwehrwagen, wir sind gleich wieder raus. Wir sind wieder im Game, lieber Sarazar. Oder wir wurden verraten. Das kann natürlich auch sein. So, die sind oben, ne? Hier sind sie durch. Der Franklin ist eigentlich der coolste von allen. Der netteste auch, ja. Muss man aber sagen. Die anderen... Ich meine, selbst der hat Dreck am Stecken, aber im Verhältnis zu den anderen... Ah, ich muss natürlich wieder fahren. Ja, vor allem mit dem Feuerwehrwagen abbauen ist voll sinnlos. Warum den nicht einfach stehen lassen? Ja, das weiß ich auch nicht. Ist doch voll auffällig. Boah. Das Auto hätte jetzt jemand vorbei bringen müssen. Als hätte man nicht... Obwohl, ja, bei so einer Aktion findet man auch nicht so viele Freiwillige. Zumal es ja wenig Kohle gibt. Gar keine. Okay, wir müssen also... Take us to our get out, avoiding the cops, the feds, and my dear friend Trevor Phillips. All right, man, I'll try. Try real hard, okay? Entschuldigung. Ich glaube übrigens, kann es sein, dass uns vielleicht diese FIB-Agenten da angekackt haben? Dass sie uns das auch könnte aus dem, sein. Dass sie uns auch aus dem Weg haben wollen? Ja, natürlich. Wir haben ja viel Scheiße für die gebaut. Angeblich für Recht und Ordnung, klar. Steig wir hier in den Feuerwehr. Dass sie selber bereichert haben. Ja, klar. Da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht, bei sowas reinzufahren mit dem Feuerwehrwagen. Ach nee, wir müssen da hinten lang. Wir müssen ja zum Fluchtwagen, aber... Ja, willst du mich verarschen? So, zerstöre den Feuerwehrwagen. Was eine gute Idee ist natürlich, wenn da vorne direkt unser Fluchtfahrzeug steht. Ja, vor allem steht. Voll sinnlos. Ich meine, klar, den können wir anbrennen, aber dann müssen wir vorher irgendwie abhauen. So müsste es doch gehen, eine oder? Eine Haftbombe, genau. Und dann kannst du wegfahren und den dann in die Luft jagen. So. Und jetzt steigen wir einfach hier ein. Ist
ziehst ja rein, wie der Wagen in die Luft fliegt, oder? Ja, natürlich, aber ich wollte ja, ich hoffe, da komme ich durch. Ich wollte Explosionen nur nicht... sind ja immer ganz spektakulär. Ja, schön. Kommen wir hier durch? Da kommen wir durch. Huh, alter Schwede. One of us didn't. We lost a dude, man. Oh, yeah, shit. I don't like speaking ill of the departed, know what I'm saying? But that dude was in over his head. Yeah, he wasn't top draw, but I thought we could carry him through it. I guess I thought wrong. Well, anyway, we made it out. So we got that to be thankful for. Norm's people, we get his paycheck and the standard expenses. Man, you really gonna miss him, huh? Hey, I don't like losing any of my crew. But Norm was special. He liked you, man. Yeah, he looked up to me, maybe. Man, well, looking up to you got that poor fool killed. Na, super Vorbild. Ja, der also, Franklin ist der Einzige, der noch irgendwie den ein bisschen Durchblick hat, wie es aussieht. Und Trevor ist sowieso schon lange. Ja, Trevor ist der ist der Geschichte. Seitdem wir den spielen, ist der durch. So, aber die Flucht bis jetzt, also alles astrein geglückt soweit, ne? Alles super, ich bin selber überrascht, dass alles so gut geklappt hat. War so ein gutes Gameplay hingelegt, kann man echt nicht meckern, Alter. War aus Versehen, war nur aus Versehen. Okay. Kommt nie wieder vor. Das hatte ich letztens auch. Ein gutes Gameplay. Ja, tatsächlich. Mal ausnahmsweise merkt man sich tatsächlich so eine Folge, wo man erstaunlich gut gespielt hat. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon draußen ist. Nee, ist sie noch nicht. Das wird eine AC-Folge sein. Ah, okay. AC/DC. Ja, Assassin's Creed 4. Super geiles Spiel auch. So, gleich haben wir es geschafft. Gleich haben wir die Mission hinter uns. Boah, Alter. War ich ein bisschen am Pisse schwitzen gerade? Das Problem ist halt, wir haben 5 schlechte Folgen, eine gute immer. So läuft's. Also vom Gameplay. Ach, geht. Geht, geht. So, und wir besuchen mal unseren Freund Lester. Ja, so schlecht ist es auch nicht, das kann man echt nicht sagen. Your head down, you hear? Jetzt bin ich gespannt. Uh-oh. Well, what? I never thought I'd see you clowns again. We did it! Fucking A right, we did it! Ow! How was it? For a suicidally dangerous mission impersonating emergency services while working a high security government facility, it was surprisingly uplifting. Come here. Give me some of that. Ow, ow, ow. Oh, sorry, I forgot. You forgot my very, very obvious illness? It happens. Whatever. Hey, let's get drunk. Franklin, fill up the glasses. Got some real vintage moonshine, hillbilly type shit. We're gonna be seeing triple and committing incest in minutes. Just the shit to make a man forget his trouble. Oh, exactly. I am just gonna get drunk as a skunk, and then I'm gonna reverse engineer a webcam and spy on those sorority girls again. I'm ill, okay? Give me a break! Cheers! Man, that's some foul-ass shit! Oh. All right, boys, I hate to break up the ritual, but I gotta go square things up with Davey and Dickwad. For serious? Hey, I just want them to know that now that we did this thing for them, and we have the evidence that we did this thing for them, that we can all go our own separate ways, you know? Well, fuck it. You want me to go with you, dog? No, stay. Have fun. I gotta do this alone. Right now. The sooner the better. It's one way to look at it, eh? Right. Besides, I wanna put this shit to bed. Then I can figure out Trevor, you know? Get my life back. Go back to being bored and miserable and loving every motherfucking minute of it. Here, enjoy the incest juice. Man, you boys sure know how to put the fun back in midlife crisis. Trottel im Auftrag der Regierung. Es war auch zu einfach, oder? Findest du nicht? Na, zu einfach nicht unbedingt, aber es war schon nicht schwer. Du hast was übersehen? Oh, Missionszeit? Oh, na gut. Michaels Anteil 0. Naja. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es irgendwie zu einfach war. Wir sind zu sauber aus der Sache rausgekommen, finde ich. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Fahren wir rüber zu den FIP-Leuten. Ah, da ist er schon, der Dave. We hit the bureau for you, Dave. I'm done. Yes, I saw that. Meet me at the court center and I'll debrief you. I'm out, Davey. From now on, done. I appreciate that. I'm trying my best for you, but you and Trevor attacking Meriwether repeatedly, it doesn't help. That's Trevor's thing. Whoever's thing it is, it's unauthorized and it's dumb. They've been sniffing around my office. We really need to talk. Really? All right, all right. I'll come to the court center. Fuck. Na super.
Nett. Machst du wieder Bildung hier? Bildungsfernsehen? Weg da. Oh, oder auch nicht. So, kann ich doch nichts für, dass sie hier meine Karre antanzt. Get out of my fucking way ist interessant, oder? My fucking way vor allen Dingen. hier blinkt doch irgendwo das B. Ach, da hinten irgendwo. Ach du Scheiße. Glückwunsch. Da können wir wieder eine halbe Weltreise machen. Ja, das gehört halt dazu. Ne? So ist es im Spiel. Machst du nix. Da mähst du nix, Jung. So, weißt du was? Du willst mal eine mitten? Wir machen haben wir lange nicht mehr gemacht. So ein haben wir das überhaupt mal im Let's Play gemacht? Nee, noch nie. Natürlich. Nee, beim Let's Talk haben wir das gemacht. Nee, beim Let's Play auch schon. Ja. Hey. Hey, will ich nicht. Der Muff aus dem Auto ist zu heftig. Ding Dong. Ich hab $8. Naja, egal. 10 Millionen will die, weißt du? Ach, ist ein Typ, wusste ich nicht. So, warte. Na egal, dann flitzt mal ohne. Ich wollte sowieso nichts machen. Ich wollte die einfach nur mit zum FIB-Gebäude nehmen und dann da rauslassen. Fand ich irgendwie witzig gerade. Weiß ich nicht warum. Das ist doch nicht das FIB-Gebäude. Wir sollen jetzt zum FIB-Gebäude. Also zum. Weiß ich nicht, zu irgendeinem anderen Gebäude. Ja, treffen da. Ziel, genau. Ja. Das der Dave, haben wir gerade in die Luft. Das ist die Sternwarte, glaube ich. Da, wo wir Dave das erste Mal getroffen haben. Ah, das kann gut sein, ja. Genau, der Treffpunkt. Genau. Observatorium. Observation for our nation. Weißt du, was ich auch cool finde? Dass die Skyline von Los Santos wirklich aussieht wie die von Los Angeles. Die so die Häuser in der gleichen Höhe gebaut haben und so. Ja, auch die Formen alle, weiß ich gar nicht. Also die Tower sehen sich sehr ähnlich. Wenn man dann Skyline, Los Santos, Skyline, Los Angeles nebeneinander legen würde, würde man denken, okay. Auch so ein lila Ding da oben? Nee, die Gebäude sind ja nicht alle gleich. Ja. Aber ähnlich. Na gut. Ich meine jetzt auch eher, ich kenne jetzt natürlich jeden Skyscraper da. Habe ich zumindest nicht so drauf geachtet im Vorbeigehen. Aber wenn du die Skyline dir mal anguckst, muss man vergleichen, das ist interessant. Auf jeden Fall eine sehr, sehr... Gut, also wenn ich nächste Woche da vorbeikomme, gucke ich mal. Na, mach mal. Ja. Ich muss da mal kurz lang. Das wäre schön, ne? Ist auf dem Weg zur Arbeit, muss ich da mal kurz lang. Aber dafür sind wir ja bald auf den Bahamas. Ach, hör auf, da denke ich noch gar nicht dran. Ist nicht mehr so lange hin, Alter. Ja, ich weiß, aber das kommt mir gerade noch so vor. Knappe 2 Wochen. Kommt mir so fern vor gerade. Dann sind wir erstmal für eine Woche raus, Freunde. Woanders arbeiten. Genau. Wir moderieren nämlich Let's Play Poker, wobei das auch mega viel Laune machen wird, glaube ich. Also ich glaube, das wird ein lustiger Trip, vor allem, ja, weil da noch viele coole Leute am Start sind, ne? Das stimmt. So, jetzt aber erstmal viele coole Leute im Observatorium treffen, wie zum Beispiel Dave. Der ist leider nicht bei Let's Play Poker mit dabei. Das wäre mal cool, diesen Trevor-Typen dazu haben, Steve Ock. Das wäre mal mega geil. Kannst du ja mal fragen, ist ja Bahamas, ist ja nicht weit von ihm. Ja, der kommt bestimmt mal rum, einfach so. Ne? So, jetzt müssen wir hier irgendwie lang. Aber wer ist denn da? Der LeFloid, die Mrs. Wheelock, der Debitor, der Fabian Sigismund, der Lux Like Link und der Simon Gosihorn. Und ich hoffe, ich habe jetzt keinen... Dan the Man kommt ja, glaube ich, nicht mit, ne? Weil er hat ja Flugangst, so ein bisschen. Ja, er meinte doch, er wird es wahrscheinlich mal probieren. Aber der ist auch beinahe mal abgestürzt, das ist kein Wunder. Das stimmt, natürlich. Ist auch nicht schön, wenn du sowas dann erlebt hast, da... Naja, anderes Thema. Aber wir machen jetzt mal hier wieder zurück. Ich habe gedacht, ja, ich erlebe Abstürze. Ich erlebe Abstürze immer nur in-game. Mit Flugzeugen, sehr oft auch. Ja, wirklich, das stimmt tatsächlich. Neulich erst über der Maze Bank, wo ich draufgeklatscht bin, für die Dan-Mission, die wir immer noch nicht gemacht haben. Mann. Ich kann es bestätigen. So, jetzt geht's aber weiter. Ich bin gespannt, was Dave zu sagen hat. Ob der uns jetzt endlich mal aus dieser Schmierenkomödie rauslässt. Ich glaub's fast noch gar nicht. Trifft dich mit Dave. Niemals. Der hat doch gesagt, der muss jetzt noch verhandeln. Probiert angeblich das Beste rauszuholen. Alter, ich traue dem Typen keinen Meter. Ich traue keinem von denen Meter. Nicht mal 10 Zentimeter. Und das hier wirkt auf mich auch schon wieder wie so ein Hinterhalt. Alles vom FIB wirkt auf mich wie ein Hinterhalt. Wie geil. Oh, oh. Ich wusste gar nicht, dass wir hier rein können. Voll schön hier. Ist echt schön. Oder am schönen Sommertag zu chillen. Total geil. Hier der Brunnen auch. Total geil. Wasserflächen sind auch echt immer cool, ne? Vielleicht sollten wir uns so einen Brunnen ins Büro machen. Fände ich toll. Und dann vielleicht auch noch so ein Ding hier. Ja, das könntest du in dein Büro stellen, ja, eigentlich. Genau. Dann ist es überhaupt nicht komplett voll. Nee, du hast ja dann ausschweifende... Die Decke muss dann aus dem Dach rausgucken. Das die Ding. Ausschweifenden Marmorsäulen. Ja. Dann die Skulptur von dir selbst, wie du den Diskus wirfst. Ja, das war echt gut, ja. So, wie kommen wir denn jetzt zu dem Typen hin? Wahrscheinlich da rechts. Ah, hier, den Treppen hoch. Das sieht schon mal ganz gut aus. Bell Building. Ja, das sieht sehr gut aus sogar. Ich traue diesem Dave keinen Meter. Dem traue ich genauso weit, wie ich ihn werfen kann.
Scheiße. Kannst du ihn werfen, den Dave? Das würde ich gerne mal ausprobieren, ehrlich gesagt. Lieber als mir jetzt von dem anhören zu müssen, was der angeblich für einen scheiß Deal ausgehandelt hat, dass wir auf Ewigkeiten in der Schuld des FIB stecken oder voll am Arsch sind. See? David, that's why we're such great friends, huh? We're old school, we like old-fashioned things, like newspapers, celluloid. Good guys, bad guys. We're friends? Well, I don't know, you tell me. We did what you said, right? Got those people off your back? Now you're gonna do like you said and cut me loose, right? Things are not gonna work out quite that way. There's a bit of a problem. That's right, Davy boy, you could say that. Steve, I told you I would handle this. Oh, because you've handled everything so fucking well so far, haven't you? All right, I admit things have been a little unorthodox, but... Fucking orthodox! You've ruined my career. Agent Sanchez, arrest these men, both of them. Steve, oh, come whoa. On, please. You fucking kidding me? Arrest me for what? For multiple counts of every fucking crime under the fucking sun. Oh, well, then let me rephrase. Why? Why? Because. Because you don't want me to testify in court about our various business dealings, right? Agent Sanchez, apprehend the suspect! Agent Sanchez, you'll do no such thing. Now, Steve, we agreed to speak to Michael, to try and explain things to him, not this. This causes problems for us all. Okay, okay. Then put your gun down and we'll talk. After you, buddy. Come on, where's the trust? You can do better than that. They know or think they know that I'm the one that was behind the incident. Uh-huh. And now you want me to clean up your mess again, right? Before I end up at the bottom of the ocean. Fucking good luck with that. Put the weapons down, boys. Fun time is over. We've got you. Anti-American activity. Put your weapons down, all of you. Who the fuck are you with? With me. You fucking rat. I knew you didn't have the balls for this. For the record, I'm a patriot. I love my country. Put the weapons down. Fuck you. We all know you agency boys are ball deep in a plot to drive up your funding by any means necessary. Put the guns down, gentlemen. Who the fuck are they? Fucking Merriweather. What are they doing here? Steve, put your gun down. Oh, same goddamn leg. Go! Fuck! Bullshit! Ach du was? Scheiße. Was? 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 Wo ist Davy? I ain't going anywhere, Davy, until some more of these guys kill each other. Heilige Scheiße. Ach du heiliger Bumban, Alter. Was da abgeht. Geht da noch? Nee. Du musst abhauen, oder? Ich kann gerade nicht abhauen, wir haben hier echt ein paar Probleme. Über die Galerie aus dem Court Center. What happened to Haynes? He get caught in the crossfire? Denk an deine Spezialfähigkeit. Jo. Will ich noch nicht vergeuden gerade, hier geht's ja alles noch. Geh rüber. Warte, warte, warte. Einer lebt da noch von den SWAT-Typen. Ach, den hat's auch erwischt. Da lebt noch einer, den hast du noch nicht erledigt. Einer welcher, von den SWAT-Typen. Welcher ist denn das? Der kommt jetzt bestimmt hoch. Ja, der hängt da unten auf dem Boden. Ah, Kompatte. Du musst ja auch nicht alle töten, ne? Du musst einfach abhauen. Ja, aber wenn man... Oh, der war gut. Rechts, 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 rechts. Rechts, 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 ja, rechts. Ja, hier, hier. Ach. Boah, Alter. Ah, der Agency-Typ. You just pull all these guys out of your ass, Davy? Haben wir hier einfach mal das FIB weggemäht oder was? Das kann doch nicht einfach... Der kommt doch damit nicht durch, Alter. Das geht doch never ever. Heilige Scheiße. Na, jetzt haben wir wenigstens kein Problem mehr mit den Jungs. Vielleicht kommen wir so wirklich raus, weil alle tot sind einfach, die irgendwas von uns wissen. Das kann natürlich sein. Lebt immer noch. So, Brunnen am Hof. Heilige Scheiße. Ne. You're gonna die. Sauber. Der Trevor. Der alte Teufelskerl. The fuck? Hey! If anyone's gonna kill you, old friend, it's gonna be me! Oh! You here to finish the job, T? No, 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 no. I'm just here for the opportunity. Now run! Ich mag den Trevor. Oh. Give Dave a hand. This is the guy who iced Brad and would ice me? I'd be better off putting my sights on him. Haynes made it out of here, and there's another group of agents
fucking into our shit. Right now, you're not in the position to let our only friend in the Bureau get killed. Looks clear. D, make a play for that stone bench by the pool. I'm coming down. Geh hinunter in den Hof. Halt, wechseln. Und auch geh hinunter in den Hof. Ach du Scheiße, wie komme ich denn hinunter in den Hof? Geil. So. Genau, zieh einfach durch, komm. Natürlich. Rambo ran. So tell me, Davey. Who are these Bureau men trying to kill me? They're a corrupt division. Gone rogue or on the IAA payroll. Sauber. This is a fucking shit show. Yeah. So. Meriwether Bird incoming. These guys don't have a funding problem. Scott's Center. I thought you were the corrupt division. Corrupt? Only a little. Definitely below average. The longer you take, the longer I gotta wait to kill you, Em. I'm between the fountain and the reflecting pool. Come on! Ja, wie sollen wir denn runterkommen hier? Ich finde die Treppen nicht. More mercenaries here. What happens to Haynes? Norton gonna pop him at the water cooler on Monday? I'm not popping Steve, Jesus. I'll get close to him and I'll try to control him. That's if we get out of here alive. Ist hier eine Treppe? We got an ETD? Keep moving. Doch, da unten. Oh. Geil. Tatsächlich. Alles auf der Karte. Ich ranne ja schon, Alter. Ich ranne schon, wenn ich jetzt nur wüsste, wie ich dazu wieder hinkomme. Boah, also die Wegfindung ist ja echt eine Katastrophe. Also meine Wegfindung, ne? Nicht die vom Game. If Uncle T wasn't here, you'd be in real trouble. Ja, hat er recht, aber der Onkel T. Müssen wir die jetzt alle töten? Nee. Ach. Das sah gerade aus wie Trevor, deswegen war ich ganz kurz. Was ist der denn? Was machst du? Warum tötest du die alle? Ich glaube, du musst doch nur zu dem Typen rennen. Weil die böse sind, deswegen. Und wir sind die Guten. Denk dran. Nee, das stimmt. Egal, was passiert, wir sind die Guten. Da ist nicht. Das erwartet sich leider nicht. Das kommt immer auf die Perspektive drauf an, mein Lieber. Es kommt immer auf die Perspektive drauf an. So, damit haben wir hier aufgeräumt. Okay, ja, wir können ja goen. Ach, da ist er ja. Hey. Toll, jetzt kommen eh noch weitere, oder was? Aber zum Glück haben wir schon mal einen Großteil weggeräumt. So, dann wechseln wir mal ganz kurz zu Trevörchen. Ach. Die sehen ein bisschen aus wie Trevor. Oh, da muss er rennen. Ja, ja, ja. Boah, das wird übel. Schön. Oben rechts, ja, sehr wichtig. Da ist noch einer. Ach. Be careful, Davey. So, ich glaube. Was? Gut so. So conversate. Not here. Meet me behind the pawn shop in Morningwood. Entkomme nach Morningwood. Na, dann entkommen wir mal. Wir haben eh schon alle weggeschossen. Ach, ich nehme mal die Karre da hinten. Die ist irgendwie stylischer, ne? Ja, voll geil. So. Den habe ich auch in GTA Online. Ja, den Dominator? Ja, den finde ich gut. Passt auch zu dir. Ich mag den. Bist du auch so ein kleiner Dominanter, ne? Ja, ja. Absolut. Wirklich, wirklich bin peitschen, ich das? Peitschen, peitschen. Bin ich das wirklich? Shit. Chopper! Oh nein. Häng den gegnerischen Heli ab, ich würde ihn ein bisschen wegballern. Boah, Alter. Boah, what? Heilige Scheiße. Boah, der Morningwood müssen wir jetzt noch irgendwie entkommen, ne? Oh. Boah, what? Vorsicht, nicht zu viel schnudern. Nee, nee, nee. Vielleicht querfällt ein? Die kannst du runter einfach.
shit! Holla! Da bleibe ich lieber auf der Straße. Oder versuche es zumindest. Hätte ich hier mal lieber weggesnipert, den Alten. Oh, crap! Du willst nur im Helikopter entkommen, du musst ja irgendwie in den Tunnel. Na, ich wollte den wegsnipern ursprünglich, aber jetzt müssen wir tatsächlich irgendwo in den Tunnel rein. Aber die können doch jetzt nicht die ganze Stadt auseinandernehmen. Boah. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Shit! Warte mal, hier. Ich suche gerade die ganze Zeit eine Seitengasse oder irgendwas, aber hier... Werfen einen Blick auf die Karte vielleicht. Ja, mach ich gerade die ganze Zeit, aber ich suche jetzt einen Tunnel hier. Wenn du irgendwo was Tunneliges findest, sag Bescheid. Ich überlege gerade, vielleicht schauen wir auf die Karte deswegen. Da. Das sieht doch gut aus. Naja. Ne, runterfahren jetzt zu können. Warte, ist vorbei. Nee, scheiße, das geht nicht. Da runter kannst du aber fahren, oder? Nee, shit. Doch. Nee, das war nur so eine Ecke, da kann er noch quer reinschießen, weißt du? Wir brauchen irgendwie. Du hast den Abgang. Ach ja, ach, cool. Obwohl, wenn ich das so höre gerade, ja, bin ich am Morning. Du hast ihn. Fahr weiter. Was für Malz. Okay, der ist weg, dann ist er gut. Und wir leben noch. Alter, heute läuft's wie am Schnürchen. Ja, und wir haben heute noch mal eine überlange Folge jetzt hier am Start. Aber war auch dringend nötig. Ja, weil wir haben ja in die letzte Zeit so viel Kacke gemacht auch. Und dann habe ich gedacht, ja, komm. Ich hatte auch ein schlechtes Gewissen, weil das mit Franklin alles nicht so geklappt hat die ganze Zeit. Das hat ja immer noch nicht geklappt mit dem Dom, meinst du, ne? Ja, ja, genau. Aber weil wir auch einfach keinen Helikopter gefunden haben, muss man einfach mal dazu sagen. Das ist immer noch nicht. Und wir haben ja wirklich, wir haben uns echt bemüht. Und in der nächsten Folge bemühen wir uns dann mal, mit Trevor klarzukommen, würde ich sagen. Der hier auf uns wartet im Pornshop. Alles klar. Bis dahin, liebe Freunde. Ich schon mal bis zur nächsten Folge, ne? Tschüss. Tschö. Alter Schwede, was war da denn los beim FIP-Gebäude nach diesem Ding? Alter, ich wusste genau, das wird eine riesen Reinfall und die werden uns verheizen wollen. Eigentlich hätte ich gedacht, die machen Attentat oder so und wollen uns alle umbringen. Haben sie ja. Im Prinzip war es ja nichts anderes. Nur das Problem ist, es haben sich so viele Parteien eingemischt, da lief gar nichts mehr. Und das war unser Glück. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Yeah.